Gut. Und jetzt übrigens beten. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ausbau abgeschlossen. Na gut. Wird erledigt. Sofort. Natürlich. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja. Wir sollten jetzt eigentlich... Wo? Zieht uns das letzte. Ich habe hier einen Ausbau befohlen. Lassen wir uns nicht an den der scheint nicht ganz durchgegangen zu sein. Wir speichern. Und geben jetzt die Befestigungsanlagen in Auftrag. Es gibt keinen Grund mehr für uns, es nicht zu tun. Wir haben alles beisammen. Oh. Wir haben noch kein Holz mehr. Wird schon klar gehen. Hoffe ich. Gruppe 0. Ich schätze, wir müssen uns daran setzen. Wir haben den allen übers Ohr gehauen und der. Dachchef. Die Burg kurz mal zu befestigen. Ja. Nichts lieber als das. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja. Ja. Au. Oh. Ja. Aber jetzt haben wir Gerüste stehen. Natürlich. Also es sind mehrere Etappen. 9000 Gold, ja. 6000 Holz, nein. 6000 Lehm und 6000 Stein, nein. Beides ist gerade nicht so. Natürlich. Ja. Nun gut. Eure Siedler werden gesegnet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gruppe 7 kann wiederbelebt werden, um Holz zu hacken. Warte, wieso kriegt das Teil jetzt noch weiter? War es noch nicht repariert? Ich hab getan, was ihr wollt. So. Aber gern. Gruppe 7. Noch nicht ganz genau sicher, wie das Holzvorkommen funktioniert, aber wir haben hier einen Holzhaufen. Ja. Hackt da Holz. Durchgehend. Ohne Unterlass. Ja, ja. Natürlich. Sofort. Aber gern. Ah. Jupp. Macht hier möglichst viel Land klar. Seht zu, dass ihr uns Land gewinnt. Natürlich. Na. Zaun? Was? Können wir die Fässer zerlegen? Nö. Ah. Natürlich. Na gut. Jupp. So. Natürlich. Alles zerlegen. Kein Problem, aber gern. Ja, ist gut. Na gut. Sicher das? Nebel zieht natürlich wieder auf. Okay, das mit dem Holz ist natürlich ein bisschen traurig. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Wieso? Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Hier, geht hier hinten rüber. Steht unter Beschuss. Das ist jetzt zwar unsere Burg, aber unsere Hauptbesitztümer bleiben angreifbar. Repariert den Grenzposten schon mal. Seid gesegnet. Ja, wir können jetzt ohne weiteres diese Sachen hier durchforschen. Bessere Waffen und Rüstung. Das geht zwar nicht auf die hier drauf, aber dennoch haben die ganz gute Werte dadurch. Das ist alles? Kein Problem. Nichts lieber als das. Okay, Gruppe 8. Hackt jetzt das ganze. Hack die ganzen Bäume weg und hier sehe ich noch ein bisschen was an Ruinen, das weg könnte. Ja, ist gut. Sieh an.
Eine neue Technologie ist erforscht. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. So, würde jetzt jemand hier von euch Holz hacken an dem Teil? Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Natürlich. Ja. Nicht sicher, wie es funktionieren will. So, um unsere Steine mache ich mir keine Sorgen. Wir könnten theoretisch unsere Lager zu Marktplätzen ausbauen. Aber gern. Ja. Jupp. Mit 4 Stück davon könnten wir uns um Holz und Lehm kümmern. Geschafft. Ja. Wir wissen ja, wie gut Holz gerne mal ausgehen kann. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Architektur. Sofort. Ja, ja, ja. Gut. Das Gebäude ist ausgebaut. Das hört man noch gerne. Chemie sollten wir erforschen, damit wir unsere Minen besser arbeiten können. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschmack? Nur die hacken hier nicht. Wenn's denn sein muss, die Erforschung eine. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das Holzvorkommen funktionieren will. Natürlich. Wohin standen die doch hier mit der Spitzhacke? Natürlich. Ja, ist gut. Sicher, das wird erledigt. Kein Problem. Ja. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Natürlich. Ja, vielleicht, weil die Bäume drumherum weg sind. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit Nebel ist aufgezogen. Wir haben schon vergessen, den Schaden zu reparieren. Ja, ist gut. Naja, ist in Ordnung. Gruppe 9. Wir würden hier hinten ein Lager gebrauchen. Ja. Euer Dorf wird angegriffen. Unsere Nahkämpfer, unsere Fernkämpfer liefern auf jeden Fall sehr gute Arbeit damit ab, die feindlichen Nahkämpfer einfach tot zu schießen. Aber die Grenzposten halten es besser aus. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ein kleines Gebet. Gesegnet. Eine neue. Dann können wir eigentlich in der Zwischenzeit mit Wolfgang ein bisschen spazieren gehen. Ich vermute, dass das hier unten irgendwo ist, denn nirgendwohin sonst können wir latschen, es sei denn, wir könnten hier freisprengen. Bei Kundschafter sollten diese Frage lösen können. Was Diebe angeht, dürfen wir nur einen haben, wissen wir. Wie wird erforscht? Wird erledigt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja. Mach diesen Holzstumpen weg. Ja, ja. Nichts lieber als das. Na gut, ein Alchemist nach hier hin. Oh. Okay, wir ändern kurz mal was. Andererseits, wir lassen das zweite Lager da stehen. Vielleicht können wir einen Marktplatz draus machen. Oh nein! Nein, 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 nicht zu sehr abgehen. Haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er
Werdet nicht zu lustig. Und dann, haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Dachchef? Ja. Kein Problem. So. Aber gern. Ihr könnt direkt mithelfen, den ganzen Spaß schon aufzubauen. Nichts lieber als das. Sofort. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Ja. Zwei Hütten werden wohl vorerst reichen. Es gibt nicht genug zu essen. Wir arbeiten dran. Eure Siedler werden gesehen. Also fallt uns bitte nicht zusammen, Mentor. Fertig. Fertig. Fertig, Meister. Ja. Ah. Haben wir hier oben viele Plätze übrig? Ich denke nicht, aber sobald das hier durchgeforscht ist, kann die Uni erweichen. Man kann an dieser Stelle einen Marktplatz. Ach, wir haben jetzt zwei Lager. Wir haben vier Lager insgesamt dann. Es geht also alles theoretisch schon auf. Gebt acht, euer Dorf wird angegriffen. Ja. Jawohl. Was ist da passiert? Nein! Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit euch? Die haben keine getötet. Die Schweine. Unsere Leibeigenen. Ja, ja. Ja. Sie haben doch nur ihren Job erfüllt. Das hätte mit Markt, das hätte mit Händlern gefüllt sein müssen. Natürlich. Na gut, wie dem auch sei. Fertig. Wie dem auch sei, wir brauchen... Wollen wir die Minen... Ja, scheinbar wollen wir die Minen leer räumen. Ich habe aus Versehen jetzt draufgeklickt. Dann wollen wir die Minen ausgebaut haben. Kann ich jetzt Feierabend machen? Kein Problem. Ausbau fertig. Gut, das brauchen wir gerade nicht. Baut uns ein paar Marktplätze draus. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Vier Stück, damit können wir Baumaterial handeln. Hauptsächlich Lehm und Holz, weil wir dafür keine vernünftige Wirtschaft aufbauen können. Ziegler veredeln nicht so gut. Ich meine, sie tun es immer noch. Aber nicht andersweise nichts Vergleichbares mit Steinmetzen. So hohe Steuern hatte ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist auch so. Ausbau fertig. Sofort. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ein Händler. Okay, wir können scheinbar alles Mögliche handeln. Heureka! Das heißt, sobald wir vier Märkte haben, werden wir erstmal unser ganzes Leben mit Holz handeln. 6.000 Steine, kein Problem. 9.000 Gold bezahle ich aus der Tasche. Aber Holz und Lehm, das ist nicht gut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Okay, wir haben vier Märkte. Produzieren nicht genug Essen. Vier mal sieben wäre 28. 2.800. Naja, ist nicht so viel Holz, was wir weghandeln können. Das ist gar nicht mal so viel Holz, zu weghandeln können. Ja, ja. Hackt mal ein bisschen. Ihr habt nicht genug. Ihr zieht uns das letzte. So, wenn es um Wohnhausplatz geht, da mache ich mir keine wirklichen Sorgen drum. Dafür haben wir Ausbauten. Nicht genug zu essen. Bauernhofplatz, die 11 Stück. Die werden ein größeres Problem. Oh, guck mal. Die Uni kann weg.
Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung und habe Holz gefällt. Ha. Fünfter Marktplatz ist eine Option. Nebel wurde gesehen. Ja, das ist mir doch egal. Das Gebäude ist, wir können hier einen fünften Marktplatz einrichten. Wir könnten an die Stelle auch einen Büchsenmacher setzen. Jetzt wahrscheinlich ist das besser. Wir brauchen keine fünf Märkte. Wir bauen einen Büchsenmacher. Ausbau abgeschlossen. Feinde greifen eure Häuser an. Aber sicher doch. Das Gebäude ist ausgebaut. Einmal beten. Das ist Wucher. Hier ist noch jemand obdachlos. Senkt die Steuern. Wir beheben das mit einem weiteren mittleren Wohnhaus. Jetzt den hier drüben. Hunger. Hauptsächlich Hungerprobleme. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Der Nebel ist schnell verblasst. Einige Siedler haben nichts zu essen. Wird erledigt. Wir können nicht so viel den Karren hier noch loswerden, damit hier ein Pflanter Bauernhof zwischenpasst, oder? Seine Tätigkeit auf. Ja! Ja! Kein Problem. Ja! Natürlich. Wenn's denn sein muss. Oder das brennende Heu? Nein. Gut. Dann nicht. Dann Bauernhof nach dahin. Büchsenmacher existiert, sehr gut. Hoch. Wir können diese Türme hier einreißen. Oh, das funktioniert. Ja! Kein Problem. Warum? Ja, ist in Ordnung. Fertig. Baut mehr Bauernhöfe, gut, um all eure Siedler versorgen zu können. Wir verkaufen 1000 Holz pro Marktplatz. Ausbau fertig. Fließrüstung. Eure Bauernhöfe produzieren. Einfach mal alles durchforschen. Nein! Einfach mal alles durchforschen. Das Lehmbergwerk steht, Steinbergwerk steht, Schwefel wollten wir auch als Bergwerk haben. Gruppe 0. Oh. Das ist in Ordnung. Gruppe 0 kann hier rüberkommen, den Grenzposten da reparieren. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Schießpulver ist geforscht, glühende Geschosse. Ich glaub ja, dass wir haben noch Zugriff auf reguläre Kanonengießer und all solche Spielereien. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Fertig. Seid ihr noch ganz bei Trost? Wie? Die Steuern sind untragbar hoch. Natürlich. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Das Gebäude ist... Fließrüstung, erstmal die Bleikugel erforschen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine, okay, neue, der ganze Hunger hat sich gerade geregelt. Perfekt. Und die Handel kommen jetzt gerade rein. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich eine ganze Menge Lehm. Lehm, den wir zurückhandeln Handel werden. Bestätigt. Handel bestätigt. Seht her. So. Seht durch mein Fernglas. Ich habe die Vermutung, dass der alte Kauz hier irgendwo vegetieren wird. In diesem sumpfigen Gebiet. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Gruppe 0, lauft! Ja! Feinde haben. Nein! Nein! Heureka! Wie könnt ihr nur. Könnt ihr mal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ah, die sind das. 6 und 26.
Information. 10 zu 20. Machen wir Schaden, halten weniger aus. Zur Kenntnis genommen. Gut. Alle Handel durch. Alle vier sind durch. Jetzt verkaufen wir 2500 Lehm. Im Rückhandel. Für eine riesige Masse an Holz. Das war falsch. Fertig. 2620 ist gut genug. Nah genug dran. So. Ich bin mit Gruppe 1. Ihr halt nachher. Wobei die hier haben mehr Hitpoints. Das darf man auch nicht vergessen. Zumindest der Hauptmann hat mehr Hitpoints. Der hat nur 250, der hier hat 400. Wir werden nur haben unsere Schützen. 200. Ja. Ein bisschen möchte ich schon gar nicht wissen, was für Hitpoints das Nebelvolk hat. Eure Siedler werden gesegnet. So, baut die Sache hier schon mal aus. Ich zeige euch den Weg. Vielleicht können wir hier den Weg frei sprengen, das werden wir dann sehen müssen. Ich zeige euch den Weg. Ausbau abgeschlossen. Seht her. Sind die Boote immer noch oder wieder da? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Schaut in die Ich frage mich, über welchen Weg die da hinkommen. Seht durch mein Fernglas. Was haben wir denn hier? Ein Turm mit einem Eisenschacht. Ich zeige euch den Weg. Und im Zelt. Seht her. Das klingt nach Abschaum. Jawohl. Jawohl. Der Umstand, dass es nicht verfeindet ist, sorgt nicht dafür, dass ich mehr Vertrauen bekomme. Jawohl. Mit Vergnügen. Seht durch mein Fernglas. Ich zeige euch den Weg. Schon wieder Nebel. Was ist falsch mit euch? Na gut, geben wir ein bisschen Schub. Gruppe 0 lauft. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Habe Holz gefällt. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ja, ja. So. Seht her. Denn ich möchte. Ich müsste euch wieder auf eine Pause einlegen, aber ich möchte vorher die Verteidigungsanlagen ausgebaut haben und sehen, wie es aussieht. Und ob es uns vor diesem Unsinn hier beschützen wird. Hand drauf. Ich hab getan, was ihr wolltet. Okay, die Handel kommt zurück. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ah, die Regeneration ist drin. Das ist, was ich gerne sehe. Zweiter Handel ist durch. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten. Und der vierte Handel ist durch. Holz gefällt. 20.000 Holz. Kaufen wir Lehm zurück. Wir sind bereit, 10.000. Sind wir bereit, 10.000 Holz auszugeben? Muss nicht. Wir kaufen einfach 10.000 Lehm ein. Halt. So. Und jetzt können wir beschleunigen.
Dann werden wir den Kauz der nächsten Aufnahme suchen müssen. Ich vermute, dass er hier irgendwo in diesem Wald rumvegetiert oder in diesem Sumpf rumvegetiert. Unsere Siedlung hat es inzwischen im Griff. Unter anderem auch, weil wir dahinter Bogenschützen stehen haben oder Armbrustschützen stehen haben, die wenig Spaß verstehen. Eure Siedler werden gesegnet. Schaut in die Ferne. Hier haben wir den Vulkan, ja, den riesigen. Ferne. Schaut in die Ferne. Handel bestätigt. Hand drauf. Ich zeige euch den Weg. Passt durch. Handel bestätigt. Eure Siedler werden gesegnet. Ein Handel wurde abgeschlossen. Gut. Dann... einen Holzrückhandel machen. 1500 geben wir aus. Pro Markt. Also indem wir einfach immer 10... Wenn wir immer mit 10.000er Handeln arbeiten, dann wird das schon ganz gut gehen, denke ich. Und jetzt werden wir einen Großteil unseres Lebens erstmal wieder ausgeben, aber ich möchte die Lage haben, jederzeit neuen zu kaufen. Deswegen kaufen wir schon mal Holz ein. Noch ein Spiel schon anlegen, nicht, dass irgendwas mit Flammen aufgeht. Oder wir irgendwie jemanden ganz schlecht platziert haben. Rebute. 9000 Gold, 6000 Holz, 6000 Lehm und 6000 Stein. Für den Ausbau der Gerüste. Nach mehreren Stunden Arbeit war das Werk vollbracht. Das Dorf erstrahlte in neuem Glanz. Jetzt wird es keinem mehr so leicht gelingen, Rainivellia noch einmal zu zerstören. Was ein prachtvolles Dorf, Herr. Das hat Wolfgang wahrlich gut gemacht. Vielen Dank. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Gebt acht. Schließen sich die Tore jetzt? Ey! Nichts ist einem vergönnt, oder? Nichts ist einem auch vergönnt. Haben wir einfach wach. Wir haben jetzt einfach Dinge bekommen, die einfach kaputt gehen. Das ist, was wir bekommen haben. Jetzt wird es niemandem mehr so einfach gelingen. Der erste Turm geht sofort in Flammen auf. Die rennen hier durch die Palisaden durch, interessieren sich für gar nichts. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Wird erledigt. So wirklich viel Schutz bieten uns sie gerade nicht so wirklich. Das Gebäude ist ausgebaut. Machen die einfach unseren verdammten Turm hier weg. Der Handel ist beschlossen. Und wir können natürlich nichts Neues mehr hier bauen. Der Handel ist beschlossen. Da haben wir einen Kundschafter, den wir da hinsetzen konnten. Der hier scheint hier nicht so viel zu machen. Ich vertraue diesem Wasser nicht. Gerne. Aber jetzt haben wir hier vier Grenzposten stehen, die in der Lage sein sollten, die Aufgaben zu erfüllen. Kann ich jetzt Feierabend machen? Moment. Okay, ich weiß nicht, ob das wirklich gedacht war, aber das sieht ein bisschen aus, als hätten wir jetzt einen Katapult oben auf der Burg. Was ziemlich lustig wäre, wenn die Burg sich wehren könnte. Aber in Ordnung. Ich muss jetzt die Aufnahmepause einlegen und mich um einige andere Sachen kümmern, die jetzt noch anstehen.
Mal schauen, ob wir das Spiel jetzt mal verlassen können, ohne dass es abstürzt. Und? Kriegen wir ihn? Nein, kein Bad Allocation. Unglaublich. Nun gut, wir haben ganz viele Punkte inzwischen. Viele Gebäude, Bauernhöfe, Wohnhäuser und Arbeitsplätze. Soldaten sind wir aktuell bei 84. Eine Motivation von 300% halten wir jetzt mehr oder weniger stabil aufrecht. Leibeigene bei 32. Diverse Arbeiter. Ressourcen, Leben wird natürlich gehandelt. Eisen nimmt einfach schön brav zu. Taler. Laufen. Stein. Geht ganz gut. Schwefel nimmt aber jetzt auch durchgehend zu. Und Holz. Holz wird erhandelt. Das wird schon klar gehen. Wir hatten mal 38.000, dann haben wir alles Stück für Stück ausgegeben. 24 Gebäude zerstört. 5 Stück verloren. Dieser eine Turm hier war im Endeffekt nur frech. 3.375 Leute erledigt und 395 verloren. Das wird noch alles viel, viel mehr werden. Und zwar in der nächsten Aufnahme. Wenn wir Rüdiger auf die Suche nach dem Kauz schicken. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Cheerio.